Hallo, ihr Landratten! Free Seas Auslosungstag. 2 Keys gibt's zu gewinnen. Und vorab schon mal, wer jetzt den Key hier nicht gewinnen sollte, überlegt euch echt mal, das Spiel euch zuzulegen. Das kostet momentan 16,79 im Steam Shop. Und ich finde, solche Entwickler muss man echt unterstützen. Das sind alles Indie-Entwickler, aber was die hier auf die Beine gestellt haben, ist meiner Meinung nach echt großartig. Und es wird immer noch weiterentwickelt. Dieser Multiplayer-Part, den wir gestern zum Beispiel live gestreamt haben, der Chris Reality, der Zitronenarzt, ich habe gestreamt, der Nullpointer war auch dabei, der hat halt nicht gestreamt, aber wir haben mit 4 Mann diesen Multiplayer-Part getestet und ja, das ist eine Alpha-Version und funktioniert trotzdem echt gut, also gefiel mir und ja, da gibt's Wellen von Schiffen, also man muss wirklich, es ist eine Art Wave-Shooter, aber meiner Meinung nach merkt man es nicht so wirklich. Auf jeden Fall besiegt man diese Wellen von den KI-Booten und es kommen dann immer mehr, es wird dann auch immer heftiger und da gibt es auch noch einen Modus, wo man den Friendly Fire halt einschalten kann und das haben wir zu Anfang mal gemacht und uns gegenseitig so ein bisschen bekriegt und hat echt Bock gemacht. Ich hoffe, da kommen noch ein paar andere Modis rein zu dem Multiplayer-Part, dass man auch zum Beispiel wirklich 2 gegen 2 kämpfen kann, Teams bilden kann und ja, andere Schiffe sich auch auswählen kann, das wäre genial. Also da hoffe ich echt, dass da noch mehr kommt und ja, wer jetzt hier nicht gewinnen sollte, überlegt euch echt mal, ob ihr den Entwickler da unterstützen wollt, dass er noch mehr Updates raushaut und dass das Spiel ein voller Erfolg wird, weil meiner Meinung nach echt ein Top-Titel, klar, den gibt es schon was länger, ich habe ihn jetzt erst vor kurzem entdeckt, aber trotzdem genial und ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt in nächster Zeit. Aber kommen wir jetzt mal zur Auslosung, wollen wir nicht so lange hier rumreden. So, dann gehen wir mal zum Comment Picker und ja, es haben 13 Leute Kommentare hinterlassen und aber es geht nicht aus allen hervor, dass die gewinnen wollen, von daher werde ich die dann natürlich auch rausfiltern, weil ich habe in dem Video erwähnt, dass das schon hervorgehen sollte, dass man gewinnen möchte. Zum Beispiel haben Leute geschrieben, ich habe da Bock drauf, das ist okay oder ich möchte das Spiel gewinnen, also das akzeptiere ich schon. Ansonsten kann ich halt dann nicht verlosen, weil das wäre dann unfair gegenüber den anderen, weil die sich halt an die Regeln gehalten haben und halt auch wirklich ja, das Video auch geguckt haben und verstanden haben, was sie machen müssen. VR-Legion hat auch mitgemacht, aber die haben ja eh einen Key, ich denke mal, das war der Dot. Von daher würde der dann auch wegfallen. Ja, legen wir mal los und ja, ich habe die 13 Kommentare hier schon reingeladen, das müssen wir halt 2-mal machen. Dann gehen wir hier mal zum Raffle und wer wird hier gewinnen? Wer wird gewinnen? Der Herb VR hat gewonnen. Er hat geschrieben, da lohnt es sich, es sicher mal mitzumachen. Ja, hat sich gelohnt für dich. Du hast den Key gewonnen. Du kannst mir jetzt eine E-Mail schreiben oder komm einfach in den VRPack Discord. Der Link zum VRPack Discord ist auf jeden Fall immer in der Beschreibung. Und ja, meine E-Mail-Adresse findest du auch auf jeden Fall in den Kanalinfos oder kannst du mich auch erreichen. Aber ich glaube, Discord ist einfacher, wenn du es sowieso hast. Okay. Dann der nächste. Also wenn der Herb jetzt nochmal gezogen wird, dann werden wir natürlich nochmal machen, weil es soll 2 Gewinner geben, wirklich. Jetzt bin ich gespannt. Ja, okay. Das war der Kommentar, den ich jetzt rausfiltern werde, weil er hat geschrieben, hey, hast du eigentlich Cosplay-Spiele? Könnten ja mal zusammen was zocken, wenn du möchtest. Okay, habe ich natürlich auch beantwortet, aber das werden wir jetzt hier nochmal neu ziehen, weil es geht jetzt nicht hervor, dass er gewinnen wollte. Jan Red, nice, hab natürlich Bock drauf, vor allem weil der Dot von der Legion so von dem Spiel schwärmt. Ganz im Ernst, in dem Spiel jetzt noch ein paar Landgänge mit Schatz suchen, wie bei Sea of Thieves, und dann wäre es doch ein feucht-salziger VR-Traum. Ja, da hast du recht, natürlich wäre das genial, wenn man da wirklich irgendwo an Land gehen könnte oder eventuell auch irgendwelche Posten einnehmen könnte da. Das wäre natürlich genial, aber dafür braucht der Entwickler natürlich viel, viel mehr Verkäufe und ja, es ist halt in VR ein Problem. Ich bin erstmal mit dem froh, was wir haben, wenn das noch ein bisschen weiterentwickelt wird. Vielleicht kommt da auch mal ein zweiter Teil von raus, wenn das ein voller Erfolg wird, das Spiel. Und dann können wir uns auch auf Landgänge und so weiter freuen. Das wäre natürlich echt genial. Ja, Leute. Auch für den Jan Red, aber der ist sowieso im VRPack Discord. Den werde ich gleich auch direkt anschreiben. Dankeschön fürs Mitmachen. Die Leute, die jetzt nicht gewonnen haben, überlegt euch echt, das Spiel zu kaufen. Steam-Link werde ich auf jeden Fall auch in die Beschreibung packen.
ansonsten macht beim nächsten Mal wieder mit, würde ich mich echt freuen. Und ja, danke sowieso für die Teilnahme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.